Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Es ist Sommer, es ist 2024 und ich habe ein Set aus 2023. Der Scout Trooper mit dem Speederbike und Grogu. Warum habe ich den nicht eher gekauft, beziehungsweise warum komme ich damit erst jetzt ums Eck? Nun, ganz einfach, ich habe da so lange mit gewartet, bis das ein bisschen günstiger geworden ist. Warum das so ist, das erkläre ich gleich. From the Quantum Storm Star Wars Collection. Warum habe ich jetzt so lange gewartet, bis ich mir dieses Set geholt habe? Nun, ganz einfach. Dieses Set gab es mehr oder weniger schon mal, und zwar in der Return of the Jedi Version. Bei diesem Set ist das Speederbike weiß, statt in der Endor Version leicht grün-gräulich. Der Scout Trooper hier, der ist ein bisschen dreckiger dargestellt. Und der Grogu, wie gesagt, der ist in einem Rucksack. Aber ansonsten ist dieses Set an sich nichts anderes als ein alter Hut mit einer neuen Farbe. Da ist er also. Speederbike, Scout Trooper, Grogu. Wobei, Grogu konnte man zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich noch gar nicht wissen. Der Name wurde ja später verraten. Aber das nur mal nebenbei. Ja, an der Box nichts Besonderes dran. Ne? Rückseite, Seiten dazu. Ne? Fokus dabei. Ja, Fokus sieht gut aus. Und dann hätten wir nochmal die Nebenseiten. Mehr ist da nicht dran. Die Box ist genauso groß wie die Return of the Jedi Box, aber für euch messe ich sie nochmal aus. Einmal auf die Schnelle. Das sind 24,5 in der Breite. Wer die ganze Höhe braucht, wären das 26 und in der Tiefe bummelige 6,5. Das wäre dann die Box. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe damit ein bisschen gewartet, weil mir das Set eigentlich insofern ein bisschen zu teuer war, weil es ist ja schon vorher einmal rausgekommen. 29 Euro habe ich dafür bezahlt. Regulärer Preis waren, wenn ich mich nicht irre, 44,90. Und da hat sich das Warten noch gelohnt. Ne? Wenn man die Figur nochmal mit bummeligen 20 Euro abzieht, dann hat das Speederbike und Grogu gerade mal 9 Euro gekostet. Ne? Wie ihr das wichten wollt, das überlasse ich dann einmal euch. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Gucken wir mal, ob wir die Aufkleber so abgeknibbelt bekommen. Nö. Na, hab ja was vorbereitet. Dann können wir das Ganze auch einmal aufschneiden. Na, also wundert euch nicht, wenn ich hin und wieder mal nach oben gucke, da steht mein Kontrollmonitor. Den habe ich nämlich jetzt neu. Alles neu nach etwas längerer Zeit. Gut, schauen wir mal. Ja, ups. Ah, ganz klassisch und obligatorisch die Anleitung. Na, kommst du da raus? Aufmachen, Polizei. Ah. Da ist nichts mehr drin. Und ja, jetzt haben wir es soweit, ne? Stand, wie in der alten Version. Ach so, alte Version, verlinke ich euch. Na, da hat sich das Speederbike doch glatt durchs Papier gefressen. Naja, nicht ganz so wild. Und zu guter Letzt die Figur. Einmal drauf geachtet. Es ist mal wieder unpunched. Sehr schön. Und es ist die Figurnummer VC-289. Gibt es nachher in den Details auch nochmal zu sehen.
Und das ist es, was wir für 29 Euro bekommen, beziehungsweise 44,90. Der Stand hat hier vier Kugeln und diese vier Kugeln, drei Kugeln, ne? Bis drei sollte man zählen können, bis vier ist auch nicht schlecht, aber bis drei sollten wir wenigstens zählen können. Also drei Kugeln haben wir hier und diese Kugeln, die passen hier unten in dieses eine Loch hinein, das heißt mit ein bisschen Gewalt, kleines bisschen Gewalt, können wir, na, das war zu wenig Gewalt oder sowas, ne? Können wir die Kugel hier hineinsetzen und dann könnten wir das Ganze so machen. Oder wir nehmen diese Kugel raus, stellen das Ganze so hin und haben ihn dann etwas höher. Das heißt, hier können wir uns sehr schön aussuchen, im Regelfall, wie das Ganze zu präsentieren ist. Wie schon gesagt, hier sehen wir, das Ganze ist in, naja, es ist nicht wirklich weiß, aber es ist auf jeden Fall eine Farbe, die an das Weiße herangeht. Genauso wie wir beim Scouttuber sehen können, dass er hier so ein bisschen dreckiger, sandiger ist, wie das eben so in der Wüste passiert. Ich zeige euch jetzt ein paar Detailbilder und dann kommen wir nochmal zum Fazit von diesem ganzen Gerät. Im Gegensatz zum Return of the Jedi Speeder Bike sehen wir hier, dass der Rucksack, der hinten drauf ist, leicht anders aussieht. So, welches Fazit können wir also ziehen? Für 29 Euro ist das Ganze okay. Die Figur ist nichts anderes als die VC 273, wenn ich nicht irre, halt nur ein bisschen schmutziger gestaltet und als Bonus, wenn man so möchte, ist da halt noch dieser, diese Tasche mit dem Grogu dabei. Und dann haben wir natürlich noch das Speederbike selbst. Damals war das Speederbike angekündigt als neu entworfen. Das stimmt auch. Im Gegenzug zu den 2012er Speederbikes hat sich das Ganze leicht geändert. Was jetzt zum Beispiel nicht mehr geht, ist, dass diese hinteren Klappen direkt angeschlossen sind. Na, komm her. Direkt angeschlossen sind an die Fußrasten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, ist es bei der Return of the Jedi Version auch nicht, ist ja dieselbe Version. Man sieht hier auch, der Rucksack ist ein bisschen größer, so kriege ich die Klappen nicht ganz auf. Kann man sich aber mit arrangieren, ist nicht ganz so schlimm. Ja, hat man in den Details schon gesehen, man kann natürlich wie bei dem anderen auch hier einmal Blick unter die Motorhaube werfen, das geht. Und dementsprechend kann man eigentlich sagen, ja, man macht nicht viel verkehrt. Ne? Sicherlich ist der Scouttuber, der hier drin ist, der könnte noch ein bisschen besser werden. Vielleicht mal für spätere Versionen. Aber grundsätzlich ist der auch nicht verkehrt. Also da kann man nicht meckern. Was ich immer wieder nicht verschmerzen kann, was sich aber auch nicht ändern wird, ist dieser Flatschen, der hier drauf ist, beziehungsweise dieser Hinweis, dass eine Figur enthalten ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum man das nicht hier unten einfach reinschreiben kann. Kenner hat es doch auch damals geschafft, drauf zu schreiben, wenn Figuren nicht enthalten waren, dass sie geschrieben haben, Figures not included. Warum geht das hier nicht auch? Die meisten Leute, die solche Sammlerstücke kaufen,
die wissen ja eigentlich auch, was sie kaufen und wissen auch, dass da eine Figur drin ist. Der Grogu, ganz kurz mal geguckt, na, wo ist er? Auf der Seite hier, genau. Der ist im, in dieser Tasche drin und der ist da wirklich angeformt. Mit dem kann man nicht wirklich spielen. Das heißt, es ist keine extra Figur, aber es ist ein nettes Gimmick, ne, wenn man sich das überlegt, dass dieses Set damals in der Return of the Jedi Version dasselbe gekostet hat. Ja, dann haben wir den jetzt sozusagen einmal dazu gewonnen. Gut, und ja, wenn ihr Kommentare habt, gerne natürlich einmal unter dieses Video runterschreiben. Wäre nett, wenn ihr mir ein Like da lässt, das würde mir sehr helfen. Und bis zum nächsten Video verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen. Bis denn und tschüss.